Guten Abend, meine Damen und Herren. Mehr als eine halbe Million Menschen haben Papst Johannes Paul II. Heute zum Auftakt seines Besuches in der Bundesrepublik begrüßt. Es ist das erste Mal seit 198 Jahren, dass ein Oberhaupt der katholischen Kirche wieder deutschen Boden betrat. Vor mehr als 300.000 Menschen verurteilte der Papst die Abtreibung. Die Tötung ungeborenen Lebens sei kein legitimes Mittel der Familienplanung. Ehe und Familie sind wichtiger denn je. Keimzellen zur Erneuerung der Gesellschaft. Kraftquellen, aus denen das Leben menschlicher wird. Stadt und Gesellschaft leiten ihren eigenen Zerfall ein, wenn sie Ehe und Familie nicht mehr wirksam fördern und schützen. Ganz herzliche Einladung zu unserer 8. GIG-Konferenz in Bad Göcking. Und da sind wir schon viele Jahre, um den Johannes Paul II. Zu ehren, sein Vermächtnis, sein Lebenszeugnis und vor allen Dingen auch seine Lehrtätigkeit. Wir brauchen Input im Glauben, wir brauchen Stärkung im Glauben. Die Schönheit des Glaubens, das wollen wir betonen. Und dazu haben wir sehr, sehr viele gute Referenten, die über das Thema Ehe und Familie, Pro-Life, Dating sprechen werden. Checkt out die Webseite gottesgut.org. Es wird zu viel, jetzt alles zu sagen, aber wir haben auch Kinderbetreuung für einige Stunden. Und bitte bald anmelden, wir haben eben nur 600 Plätze. Alles ist kostenlos, aber nicht kostenfrei, wie ihr euch vorstellen könnt. Wir brauchen eure Spenden, wir brauchen eure Präsenz. Wir wollen ein Glaubensfest feiern, in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig. Die Familie ist, kann man sagen, ja, die Kampfebene, das Schlachtfeld unserer Zeit. Da wird sozusagen Gott oder nicht Gott ausgetragen. Und das wollen wir betonen, da wollen wir uns gegenseitig helfen und beistehen. Also herzlich willkommen, gottesgut.org, anmelden, Freunde, Bekannte, Verwandte mitbringen. Macht's gut, Gottes Segen, euer Pater Paulus Maria.